Hallo und willkommen zusammen zurück bei The Long Dark. Wir sind gerade im Kapitel Gefallener Stern und sind am Flugzeug inzwischen. Einmal kurz noch auf die Karte geschaut, damit wer es noch nicht gesehen hat, es auch sehen kann. Wir sind also hier und sind gekommen von der Stadthalle. Das war hier im letzten Mal, also beim letzten Mal. Ja, wir hatten mit dem Wolf gekämpft, das heißt also der Wolf. Oder die Wölfe sind auf uns losgegangen. Leider konnte ich sie nicht verschrecken. Ich musste flüchten. Und da ging es unserer Astrid nicht so besonders gut. Und ja, dementsprechend bin ich hier im Flugzeug erstmal untergekommen. Dann ist er abgehauen und alles war gut soweit. Allerdings ist es ziemlich spät geworden. Und ja, ich habe offscreen erstmal die Astrid ein bisschen ausgeruht. Und ein paar Sachen abgelegt. Nichts Besonderes. Ja, nehmen wir auch mit. Und Hähnchen, ja, nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Da ich das noch einmal gemacht hatte mit dem Wolf und beim zweiten Mal hat es dann geklappt, da konnte ich sie endlich vertreiben mit dem zweiten Schuss. Ist es so, dass ich jetzt hier noch was aufnehmen konnte, was ich beim letzten Mal eigentlich schon aufgehoben hatte. Jetzt habe ich auch die Säge gefunden, die hier gelegen hatte. Super Sache. Können wir bestimmt gebrauchen. Mein Essen haben wir genügend dabei. Hätte ich jetzt gar nicht aufheben müssen. Aber egal. Also, unsere Aufgabe hier ist jetzt momentan alles zu durchsuchen. Denn wir suchen das Insulin. Und sämtliche Ausweise, so wie diesen gerade. Und da wollen wir doch mal schauen. Also von den Ausweisen brauchen wir insgesamt, Moment. Ja. Wir brauchen 10 Stück. So. Und vorher hatten wir 0. So sollte es zumindest gewesen sein. Dann sollte ich jetzt 3 Stück gleich gehabt haben. Okay. Auch schön. Na gut, die Koffer dort drin, die hatte ich schon durchsucht. Jetzt sind wir hier rübergekommen, das Ding ist runtergekracht und wir können nicht mehr zurück. So scheint es mir zumindest. Na, dann fangen wir mal an. Bisschen Zeit gewonnen habe ich ja, dadurch, dass er aufgewärmt ist und okay, den hatte ich beim letzten Mal schon durchsucht. Und ich glaube, die Leiche auch. Ja, die ist leer, okay. Eine Leiche, die leer ist, okay. Interessant. Auch leer. Koffer durchsuchen. Ja, das machen wir. Den hatten wir also noch nicht. Wir nehmen das mal mit. Und die Mütze brauchen wir nicht. Bin ich mir sicher. Habe ich den eigentlich jetzt? Ja, der ist leer. Okay, weiter. Versucht das hier irgendwie ein bisschen systematisch hinzubekommen. Ach so, den hatten wir auch. Okay. Der ist durchsucht und der ist auch durchsucht. Gucken, hatten wir den schon? Ja, der ist leer. Bloß nichts übersehen. Und der ist auch durchsucht. Durchsucht. Oh, da unten liegen auch nochmal zwei. Durchsuchen. Sehr gut. Ja. Ausweise. Ja, gleich mal gucken. Jetzt haben wir nur 5. Okay. Was haben wir da? Krähenfeder. Ich denke mal, das nutzt uns so gar nichts. Wenn wir hier gucken, ob wir noch einen Koffer finden. Nein. Da liegt auch keiner herum. Ja. Achso, hier waren wir ja genau. Suchen, den machen wir jetzt hier noch. Mal gucken, wo wir die Sachen alles finden. Nehmen wir den mit 91%, das hört sich doch gut an. Den nehmen wir. Ah, nee. Astrid hat momentan. Stecken wir die mal ein. Ja. So. Hier liegt noch ein Koffer, also mehrere.
this anymore. 83 ist auch nicht schlecht. Schal, lassen wir hier. Lassen wir auch hier. Das hört sich doch gut an. Nö. Nö. Okay, hier haben wir nochmal eine gefrorene Leiche durchsuchen. Komm mir vor wie ein Leichenflatterer hier irgendwie. Und wir nehmen das mal mit. Denn gewichtsmäßig sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Antibiotika, ja, da hatten wir noch keins. Da oben noch was, nein. Da haben wir auch noch was. Sehr schön. Einfach mal alles mitnehmen. So. Wenn mit einer Signalpistole, denke ich mal, können wir die Wölfe auch vertreiben. Hoffe ich doch zumindest. Wir hatten ja im vorletzten Mal einen Wolf töten müssen, ging nicht anders. Und daher habe ich jede Menge Wolfsfleisch, auch schon gegart. Mal gucken. So, zwischendurch noch mal ein bisschen. Ja, ja, die ist kalt, ich weiß. So. Stöcker und so einstecken, falls wir noch mal ein Feuer machen müssen. Mal gucken, kriegen wir den? Jo, mit der Säge, okay. Ja, mit den Zündbündeln müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir kriegen jedes Mal, wenn wir das Größte zerlegen, auch ein Zündbündel. Und irgendwann sind die so viel, da sollten wir die dann lieber ablegen. Oh ja, kalt. Äußerst kalt ist uns. Ja, ja. Und bevor unsere gute Astrid hier noch... Ja, machen wir erstmal ein Feuerchen. Oder? Ja. Ja, doch, 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 doch. Wir machen Feuer. Hilft ja nichts. Haben wir Brandbeschleuniger? Nein. Okay, dann muss es so gehen. Los, komm schon. Komm, komm, komm. Na, los. So wenig ist es nicht, komm. komm. Ja, wunderbar. Im Feuer machen ist irgendwie besser, wie der will. So, rein damit. Alles. So. So. Was haben wir denn da hinten? Noch einen Koffer? So, ich dachte mir, wir machen jetzt hier ein kurzes, ja, ein kurzer Rast sozusagen. Mal schnell da hinten noch den Stock nehmen. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gewesen, was ich da reingeschmissen habe, aber naja, was soll's. So, aber da hinten, wo war's? Wo war's? Da. Ich meine, da hinten habe ich sowas wie einen Koffer gesehen, da werden wir auch gleich hin. Das hier ist ja noch eine ganze Weile am Brennen. Und währenddessen gucken wir noch mal nach den Klamotten. So. Was haben wir denn alles hier? Auch reichlich. Wie gesagt, Wolfsfleisch auch gegart und ein ungegartes. Klamotten. Ja. Schnell schauen, was wir hier haben. Einmal einen Schal. Den werden wir, glaube ich, mal benutzen. Ja. Das hier. Zerlegen. Zerlegen was. Ja, zerlegen ist gut. So, die Zeit ein bisschen nutzen, wie ich sehe. Die Zeit heute geht, also nicht nur heute, also der Tag im Spiel geht sehr schnell vorüber. So, was haben wir davon? 30%. 70, hervorragend, nehmen wir. Und die hier zerlegen wir. Nein, nicht doch. Au. Was mach ich denn da?
Super, genau das, was wir gebraucht haben, ist jetzt das, was wir wiederbekommen. Juhu, toll. Das war nicht so schön. Okay. Was haben wir denn hier alles? Aha. 91. 91%. Das nehmen wir. So, was haben wir hier? Im Vergleich zu 81%. 98, Moment. Jo, den nehmen wir. Angezogen, ja. Und gleich mal zerlegen. Zerlegen. Das zerlegen wir auch. Es dauert immer so 10 Minuten, das ist ärgerlich. Dass das leider nicht schneller geht und uiuiui, die Sonne geht schon wieder weit unter. Ich würde sagen, Handschuhe, da hatten wir 52%, 41 noch weniger. Die ziehen wir an. Ja. Gut. Gut. Was ist mit der los? Naja, egal, jetzt ist zu spät. Wie lange brennt es noch? 4 Stunden, 4 Minuten. Naja, gut. Halt! Wo war es? Da. Da müssen wir lang. Ja, hier ist auch ein Koffer. Super. Und nichts drin. Da sind noch mal zwei. Nee, das ist einer. Der ist schon durchsucht. Da bin ich auch schon gewesen. Und hier ist meine Feuerstelle, wo ich mich ein bisschen aufgewärmt hatte. Ja, beim Offscreen vorbereiten sozusagen. Und den durchsuchen wir noch. Ups. Ja, was soll man damit? Nein, das brauchen wir auch nicht. Haben wir hier noch mehr? Ungünstigerweise Fußspuren, die wir hinterlassen, verschwinden irgendwann. Aha, was ist das? Das sind auch noch mal Koffer. Wie kommen wir denn da hin? Wie soll denn das gehen? Ui. Guck ich mir mal auf der Karte an. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich hoffe, da müssen wir nicht hin. Naja. Auf die Schnelle jetzt hier weiter. Zeit ist kostbar. Und die Stöcker, die kosten uns keine Zeit beim Aufheben. Die nehme ich mit. Da ist noch. Und hier. So. Ich glaube nicht, dass ich nochmal ein Feuer machen werde, um uns zu wärmen. Und den hatte ich, ne? Ja, den hatte ich. So. Ja, den nehmen wir auch noch schnell mit. Okay. So, dann wieder zurück zum Weg sozusagen. Irgendwie versuchen, das systematisch hier zu durchsuchen. Und hoffentlich nichts zu vergessen. Denn ich möchte das hier nicht noch einmal. Ja, das hatten wir ja schon. Hätte ich den da hinten jetzt. Oh Mann. Das ist ärgerlich, dass die Fußspuren verschwinden. Ah ja, klar hatte ich. Okay. So. Den durchsucht. Okay. Gut. Folglich kann ich den dann nicht durchsucht haben. Und Latschen brauchen wir keine. Ehrlich. Nochmal. Ja, den hat man nämlich noch nicht. Aha. Guck mal. Nicht, dass da auch noch ein Ausweis drin ist oder Insulin. Nö, nein. Die hatten doch hier alle durchsucht, oder nicht? Mein Gott.
Gelb brauchen wir nicht. Nein. Nö, 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 nö. Moment. Den haben wir durchsucht, genau. Der ist leer. Okay. Bin ich heute so vergesslich? Gibt's auch gar nicht. Nein, das brauchen wir auch nicht. Er ist ein wenig unübersichtlich, finde ich. Aber vielleicht liegt das auch nur an meiner Vorgehensweise hier. So. Okay. Das ist keine gute Idee, mal einen zu durchsuchen und dann wieder doch nicht. Ne, das ist ja gar kein Koffer. Moment. Ne, das lassen wir auch hier. Nein, nein. Nein, nein. Brauchen wir nicht. So, hier noch was. Ups. Da liegt ja jemand. Und noch nicht gesucht und einen Ausweis. Juhu. So, dann sind wir jetzt bei 7. Schön. 7 Ausweise haben wir schon. So, weiter. Ah, nö. So, okay. Also durchsuchen heißt ja auch wirklich durchsuchen, glaube ich. Bloß nichts vergessen. Schön die Übersicht behalten. Unglücklicherweise eben halt... Ah, da liegt auch noch jemand. Okay, da gehe ich auch gleich hin. Unglücklicherweise verschwinden halt die Fußspuren nach einiger Zeit. Das Buch hätte ich mitnehmen können, habe ich jetzt nicht. Ah, da sind auch noch mal jede Menge Koffer. Nein, nein, nein. Wir wollen Insulin und Ausweise. Jo, sehr gut. Ah, das nehmen wir auch noch mal mit. Okay. Das will ich alles gar nicht haben. Da lag nichts mehr, nein. So, nächste Koffer. Und da hat man geguckt. Wie schaut's hier aus? Da sehe ich nichts. Ah, da haben wir noch jemanden. So, durchsuchen. Passagierliste. Hm. Lesen? Naja. Okay, dann haben wir ein paar Namen. Nehmen wir einfach mal mit. Ja. Okay. Mit dem Gewicht haben wir langsam ein Problem. Mit. Eigentlich müssten wir jetzt bei 8 sein, da gucke ich jetzt mal nicht nach. Auch nicht, nein. Na komm schon. Nein, aber auch genug. So, kurz einen Überblick verschaffen. Dann zum nächsten. Schmerzmittel haben wir eigentlich reichlich. Das lassen wir hier. Ja. Koffer. Koffer für Koffer arbeiten wir uns hier durch. Ach, den lasse ich auch hier. Nein. So. Was? Nein. Oh, ist das? Ah. Diesmal ein Absturzopfer. Oh Gott. Oh Gott, you're alive. Help me. I'm here. I'm here to help. Please. It hurts. Make it stop.
been in a crash. You're in shock. But I can help you. Just let me start a fire. Too far gone. You've lost a lot of blood, and you have frostbite. But it's okay. It's gonna be okay. I'm a doctor. I can help you. Please. I want this to be over. Sleep Research Center, Dr. Greenwood speaking. Did you get it? I told you not to call here. I'm sorry, but I'm scared. I am working on it. It's getting worse. We have to do something. I'm going as fast as I can. You said you had something that could help her. I can't just... Look, it is in a secure area of the lab. I can't just walk out with it. There are security protocols. Astrid, it's getting worse. You have to do something. You understand that better than anyone. Yes, I do. Find a way and get up here as soon as you can. I will. As soon as I can figure out how to... I'll find a way to get it to you. Well, have you asked Will? No. It's been years since I haven't asked him yet. We don't have time for this, Astrid. You need to do this, and soon. I will. I'll fix it. I promise I will get there. I'm afraid it's happening again. I'm afraid we'll lose her this time. That's not gonna happen. Hurry, Astrid. I'm sorry. I'm so sorry. I know you're in pain and you just want it to end, but I won't let you die out here. Genau, gestorben wird hier nicht. Nicht heute, nicht hier. Wollen wir hoffen. Genau. Ah ja, Insulin. Nein, den Text wollten wir jetzt, glaube ich, nicht lesen. Dann geht's hier weiter. Nein, nein, nö. Aber den Ausweis hat sie uns jetzt nicht da gelassen, oder? 56%. Oh. Ah, Diagnose stellen. Okay. Und wenn wir das behandeln können, dann machen wir das doch glatt. Ah. Super. Noch was? Nein. Keine Leiden. Dann lauf. Geh auf und lauf. Nein, 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 nein. Nicht noch mehr Gewicht. So wie ich gesehen habe, haben wir eh schon viel zu viel wieder. Jetzt brauchen wir nur noch die restlichen Ausweise. Genug ist gut. Wie viele sind es noch gleich? Halt mich da. Oh! Ich denn schon alle? Moment. So. Ja, ich habe doch schon alle. Ah! Okay. Also hier waren Doppelfindungen drin. So, dann bringen wir die gute doch jetzt hier mal weg. Super. Noch schwerer. Das mit Laufen ist jetzt nichts mehr. Gut, gut. Interessant, aber wie kommen wir jetzt hier weg? Wo müssen wir hin? Stadthalle, das war mir klar. Und der Weg ist unfassbar weit. Eieiei. Ist noch die Frage. Gwens Temperatur ist sehr gering. Sollten wir jetzt vielleicht ein Feuer machen? Ja, gute Frage. Ne,
Ja, gut. Müssen sie ablegen, ja. Wir liegen gut in der Zeit, ne? Das ist doch schön. Müssen wir hier nur noch wegkommen. Und wie? Ja, nee, mach nicht die Augen zu. Das ist keine gute Idee. Das Problem ist jetzt, ich glaube nicht, dass wir da einfach durchkommen. Aber vielleicht können wir uns hier erstmal aufwärmen. Das wäre doch schon mal eine Idee. Na? Wird's wärmer? Ja. Astrid schon. Ihr wird's nicht wärmer. Warum? So. Platzieren. Aha. Ablegen. Was heißt platzieren? Wir platzieren. Na. No. Okay. Klatsch. Gibt's doch wohl nicht. Gut. Wir machen ein Feuer. Feuer machen. Nein! Auch das noch. Also das Feuer ist so riesig. Guckt euch das mal an. Gibt's doch gar nicht. Ah ja. So, wollen wir mal Feuer machen. Und los. Komm. Los. Astrid, was ist da los? Diesmal feuerst du das gar nicht an. Hm. Okay, jetzt habe ich nur noch ein Buch. Na nee, doch nicht. Gut. Jetzt holen wir uns die Gwen. Ja. Gleich wieder ablegen. Ja. So, platzieren. Ja, ihr wird wärmer. Super. Super Sache. Wenn ihr warm ist, müssen wir sie vielleicht noch nicht mal tragen. Hm. Gut. Egal. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Feuerholz hier. Es wird dunkel. Es wird dunkel, es wird spät. Was soll ich sagen? Hm. Wo hat man jetzt das meiste Holz gefunden? Eigentlich da oben. Na. Gucken wir mal. Ja, hier ist noch ein bisschen was. So. Das auch zerlegen? Oh ja. Oh, schon wieder so dunkel. Ja, super. Verstauchungsrisiko. Also, ich wette, das Lagerfeuer ist auch wieder aus. Oh, hier super warm. Das qualmt noch. Ja, nochmal was nachlegen hier. Ja. Ah, jetzt brauche ich nicht mehr so viel Brennstoff hinzufügen. So. Verstauchungsrisiko ist geheilt. Jetzt müssen wir uns selber noch ein bisschen aufwärmen, würde ich sagen. Ausruhen brauchen wir uns nicht. Ah, wir können ihr doch vielleicht was zu trinken geben, oder? Jo. Auf geht's. Gut. Oh, Gwen, steh auf. Ah. Noch irgendwas machen? Das könnte was Ernstes sein, das ist ja super. Mhm. Tja. Wir müssen uns selber auch noch aufwärmen. Das heißt, sollte ich jetzt mal versuchen, hier einen Weg zu finden? Und was ist, wenn ich einen finde, aber dann zu Gwen nicht mehr zurückkomme? Hm. Das ist nicht schön. Karte. Posten. Ja gut, hier, da liegt die Gwen rum. Was?
So. Wie kommen wir hier weg? Ne, wir nehmen sie jetzt mit und sehen zu, dass wir hier wegkommen. Nee, dann wir machen es anders. Wir machen es ganz anders. Wir platzieren jetzt nochmal. Nein, die tun wir nicht platzieren. Quatsch, machen wir nicht. So, gut, dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier durchkommen. Und bis ich an der Stadthalle bin. Also mit anderen Worten, wir machen beim nächsten Mal eben halt weiter. Und bis demnächst. Ciao.